Moin Leute, was geht ab? Willkommen zu einer neuen Folge. Pokémon Schreiner Diamant. Heute geht's weiter. Letzte Folge haben wir die Siegstraße so ein bisschen erkundet und sowas. Und jetzt ist es aber weiter, weil. Muss. Irgendwo müssen wir zu dir herkommen. Keine Ahnung, wo ich lang muss. Ich laufe einfach irgendwo jetzt 3 Stunden hin und her. Mal gucken. Eins weiß ich habe auf jeden Fall alle Trainer einfach zerstört. Mal gucken, ist das hier richtig? Vielleicht. Oh ja, ist richtig. Let's go. Erster Kampf. Es wird spaßig, besonders wenn Raphael vorne ist. Den Doxa. Wow. Der ist ja absolut schön. So, eins weiß ich. Raphael ist kompetent am Start und hat sich selbst halb zerstört. Oh. Oh, ein Stein. Er gewinnt Vogel oder Stein, natürlich Nahkampf. Oh mein Gott, eine Robustheit, oh mein Gott. Robustheit, komm, mach Explosion. Mach einfach Explosion, geh einfach. Oh, ja. Das Ding ist professionell gegangen. Ich frage mich manchmal, wieso keine Folgen kam für 10 Tage. Keine Ahnung, wie lange es wirklich her ist. Prüfung. Und. So 3 Stück. Habe ich geschrieben und die sind ganz okay, glaube ich. Keine Ahnung. Komm einfach. Krack, mach das. Kein Bock. Heute hat mir Niki literally geschrieben und gesagt, dass er schätzt, dass die nächste Folge im Juni? Juni? Keine Ahnung, wann kommt, Alter. Habe ich mir so gedacht, so, nur wegen diesen Ficker nehme ich einen Saum, Junge. Bin so ein Soßenmann, wirklich jetzt. Strong. Das Ding rastet aus. Oh. Dafür, dass es nicht so effektiv ist, macht das schon guten Damage. Level 70, Junge. 70. Das Ding ist schon nur als Cynthia's Knackerack, Alter. Ich hoffe einfach nicht, dass das Ding einfach alles macht und die anderen einfach bloß hinten sitzen. So ein Legenden-Pokémon würde ich jetzt. Kommt zu dir nach Hause, legt eine Tür rein und geht. Raphael entsorgt ihn einfach. Tschüss. Wo ist Raphael, weil der süß. Oh, ist ein Item, da muss ich jetzt sofort hin. Würde halt schnell gehen, wenn diese Ficker nicht jede 2 Sekunden auftauchen würden, aber egal. Egal. Alter, der sitzt da so vor dieser Höhle und ich sage so. Warte kurz, ist es nicht die Höhle für Shaymin? Ist der ideale Ort zum Kämpfen? Ja, deine Mutter ist auch ideal. Nicht. Mann, dieses Ding durch die Luft fliegt, Alter. Oh mein fucking Gott. Einfach schnell das Raphael. Alter, was ist hier unten für ein Luftzug, Alter? Guck mal, sieht dein scheiß hier Cape an, Alter. Einfach crank. Genau, 20.000 km/h hin. Krieg einfach die Steine aus der fucking Höhle, Junge. Dann Niki schon. Niki so. Was? Ach, Angriffsding, das ist doch nichts. Raphael macht Schussfug, das Ding ist weg. Zumindest hoffe ich, dass es weg ist. Also ist Raphael tot. Das brutale Level 6 schon. Verständnisbar? Verständnisbar, Alter. Oh, was habe ich mit ihnen gemacht, Junge? Hat er einfach ihn zu Tode halt gekämpft, Junge. Einfach, geh einfach. Oh, hier ist der Ausgang. Leute, würde ich sagen, wenn euch das voll gefallen hat, wünsche ich euch wunderschönen Betrug. Wenn ich auch schaue, wenn ihr wollt, könnt ihr das kurz bekommen. Da ist nichts los. Wir sehen uns. Bis zum Livestream. Nicht. Ich hab's geschafft. Zur Pokémon-Liga. Eigentlich war irgendwo eine Wolkentafel damals oder war es bloß Martin, Alter. Sie müssen. Hier, das ist das Datum. 15.05. Mal war das nicht irgendwo. Auf jeden Fall, das ist eine Insel, die wurde geterraformt für 80 Milliarden Euro. Nur dafür, dass die hier ein Wasserfall haben. Und gerade Kanten haben, was sehr natürlich aussieht. Komm, Bidi Schasch. Ich ist dead. Schieb uns den Wasserfall nach oben. Für Sieg. So, jetzt habe ich mein Leben erreicht und. Ich würde schon hier so halbes Schloss. Weil wir nach hier hinten gucken, sehen wir einfach. Es führt in den fucking Berg rein. Also wirklich jetzt so. Oder es sind ja das Ding jetzt einfach in eine Höhle reingebaut, weil zu arm. Wer finanziert die überhaupt? Wirklich jetzt? Das sieht jetzt nicht so gut aus, wie die denken. Also. Oh mein Gott, ich kann heilen, Alter. Müssen wir keine Katze in den Arsch drücken, einfach.
Weil ein Praktikant 3 Stunden unbezahlte Arbeit gemacht hat, wirklich jetzt. Wir haben hier Kauferin, genau. Ja, war jetzt bei der Liga und dazu, ich muss eine Sache sagen, ist, wir gehen wieder zurück. Also ich fand die Siegestraße besser. Welches Pokémon muss ich da wählen? Sude. Ich will alle mindestens auf 60 haben. Sonst gehe ich hier nicht raus. Punkt. So, den Typen muss ich da auch nochmal, ich Dropkick geben, Alter. Ach, wenn ich rufe, nicht Stat an, wenn ich das nicht aufgeben will. Aber, einfach Tsunami, besserer Surfer. Wann gibt's die Attacke? Gamefüg? Gamelfüg meinte ich natürlich. Wo geht's hier rein? Wow. Was ein Rätsel. Oh mein Gott, Finsteraurus. Kalaurus. Maschocke, ja, Surfer. Das ist so. Ach, ein Pokémon. Auch Surfer. Funktioniert halt. Immer. Ist er aktiv? Surfer. Diese Frage zu stellen. So, ja. Wer ist deine Mutter? Surfer. Wie geht's dir? Surfer. Aber heute geht's mir Eisstrahl. Das will ich nicht mehr ansehen. Du wirst noch stärker werden. Du wirst viele Pokémon begegnen. Das solltest du dir immer vorsagen. Dann wird sich dein Horizont stets erweitern. Alter, Welten, das ist der Typ aus Kühnheitsufer, der einfach da steht, wenn du nach Sonneweg willst, Alter. Hat er bloß einen neuen Job gefunden. Das ist wirklich, Alter. Digga, ich will gar nicht wissen, was der verdient, Junge. Er steht da 24-7 sein ganzes Leben. Und der bekommt die Scheiße sogar bezahlt. Alter, da kann er bald in Rente gehen, Junge. Da steht 10 Jahre in seinem Leben ohne Essen einfach so auf Dings und lässt einfach kein durch, Alter. Keine Ahnung, wie er das macht. Und dann. Er retired er einfach. Wirklich jetzt, Alter. Der ist absoluter Millionär. Er muss ja auch nicht essen, also wie soll er denn Geld ausgeben? Erdbeben sollte schon manchmal auch genug Pokémon Damage machen, besonders in der Höhle. Stellt euch vor, Erdbeben in der Höhle. Und dann knallt die Höhle zusammen. Die Q 9000, Alter. Oder fallen Steine von der Decke, Alter. Und die können das Pokémon treffen. So 5% Chance auf einen Steinwurf. Einfach random. Das ist Stein. Einfach ein bisschen Flugpunkt und nix so. Ah, einfach der Erdbeben. Kannst du mir jetzt mit den Stein auf fucking Kopf, Alter. Thank you.
Normalerweise, jeden Schritt, den ich gehe, kommt ein Pokémon. Aber manchmal frage ich mich einfach nur, was zur Hölle ist mit diesem Game los, wirklich jetzt? Ich bewege mich, ich drehe mich bloß. Ein Schritt und komme sofort Pokémon. Aber wie oft soll ich jetzt noch nach oben und unten rennen, wo kein Pokémon kommt? Wirklich jetzt? Was ist das für ein Game? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Wie lächerlich soll das bitte sein? Wirklich jetzt? Kurz ein bisschen ready machen für die Liga. Für den Rivalkampf, wenn er noch kam. Kommt. Ich muss aufpassen, dass ich da nicht reinlaufe, deswegen laufe ich sofort immer sofort zur Karte, weil kein Bock, dass ich da reinlaufe. 16.14 Uhr, also let's go. Das wäre instant, wirklich jetzt. Braucht doch nicht diese scheiß Animation. Ich war bloß in dieses Menü rein, Junge. Nicht, mein Gott, Zerschneider. Jetzt mal gucken, wo das gibt. Ah, ne, wenn dann gibt es das hier in scheiß Fettstadt. Fettstadt, Alter. Und da gammeln die noch was. Das wird dein Einkaufszentrum so. Ja, einfach gammeln ins Haus. Gab eine Monade irgendwo auf irgendeinem Stockwerk. Ich gucke einfach mal. Oh mein Gott. Let's go, Limonade. Kann ich auch ein Dutzend Limonade kaufen? Und damit würde ich sagen, wenn euch das Folge gefallen hat, wirklich frisch mit euch anschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Da geht's in die Liga, wird Livestream und so, und dann, ja, geht's aufs Maul. Tschüss.